Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Christoph von Better Board Games und heute stelle ich euch Tapestry vor. Das neue Hype-Spiel von Stormmire Games. Ist ja gerade schon in aller Munde. Ja, ich mache mal einen kurzen Überblick über die Regeln, mache ein paar Runden vom Solo-Modus und erzähle euch auch was zu meinem ersten Eindruck. Auf geht's! Tapestry ist ein Zivilisationsspiel und da steht, glaube ich, auch extra kein Civ-Aufbauspiel drin, weil man hier größtenteils jetzt nicht unbedingt irgendwas aufbaut. Ja, wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, es wird kein Preisgewinn für die beste thematische Umsetzung. Trotzdem gibt es einige Elemente, wo wir das Thema doch sehen. So haben wir zum Beispiel eine Landkarte mit unserer Hauptstadt, die wir nach und nach erkunden und uns auch ausbreiten. Jeder Spieler repräsentiert eine einzigartige Zivilisation. Die hat immer eine ganz besondere Fähigkeit. Im Spiel selber kommen 16 Stück mit, also reichlich Auswahl. Daneben sehen wir das Einkommensboard. Oben sind die Einkommensleisten. Das heißt, nach und nach, wenn wir Gebäude in unsere Hauptstadt platzieren und dann wird es in der Einkommensphase einfach mehr freie Flächen geben und Sachen, die wir bekommen. Hier unten sehen wir mehr oder weniger die Geschichte unserer Zivilisation. Also am Anfang sind wir Maker of Fire und nach kommen weitere solche Tapestry-Karten dazu. Das heißt, jeder Abschnitt in unserer Geschichte wird durch so eine Karte repräsentiert und erzählt dann schlussendlich eine einzigartige Geschichte. Hier unten tracken wir noch unseren Einkommensstand, also hier mit Nahrung, Arbeiter, Geld und Kultur. Auf dem Gelände puzzeln wir noch unsere Hauptstadt zusammen. Von dem Typ gibt es auch verschiedene Arten, die sind dann jeweils anders ausgeprägt. Und hier neben kommen noch die Technologien hin, die man erforscht. Die fangen immer hier unten an und wandern immer eins hoch. Umso höher sie wandern, dann gibt es diese Boni. Das hier ist der Technologiestapel. Davon liegen immer 3 Karten offen. Also von denen darf man wählen oder halt verdeckt von hier. Tapestry-Stapel, davon gibt es dann diese neue Karten für die Eras. Dieses Board ist nur für das Solospiel. Das ist unser Automa-Spieler. Da gehe ich später drauf ein. Kernelement des Spiels sind aber diese 4 Leisten, die wir mit unserem Marker Stück für Stück weitergehen werden. Davon gibt es 4 Stück. Exploration, Science, Military und Technology. Und eine wesentliche Aktion ist, dass wir mit unserem Marker hier einen Schritt weitergehen. Wenn wir im Zug sind, gibt es 2 mögliche Aktionen, die man durchführen kann. Und die wichtigste ist Advance oder Voranschreiten. Und dann entscheidet man sich eine für diese 4 Leisten und nimmt seinen Marker und geht einen Schritt weiter. Hierbei bezahlt man die Ressourcen, die hier oben abgebildet sind. In der ersten Stufe ist es immer eine beliebige Ressource. Das macht man dann so, wie man es kennt. Man sucht sich eine aus und geht hier einen runter. Dann gibt es den entsprechenden Effekt, wie auf diesen Symbolen abgebildet. Da werde ich im Spiel drauf eingehen. An manchen Stellen gibt es auch wieder hier eine optionale Wahl. Also das kann man machen, muss man aber nicht. Hier könnte man eine zusätzliche Ressource ausgeben, um noch eine Tapestry-Card zu ziehen. Beim Voranschreiten gibt es eine Besonderheit. Der erste Spieler, der auf einer dieser Tracks in eine neue Stufe kommt, der bekommt dann das jeweilige abgebildete Gebäude. Das ist eine besondere Sehenswürdigkeit. Nimmt das dann hier aus der Auslage und puzzelt das auch auf seine Stadtkarte. Welchen Vorteil hat das? Wir versuchen nämlich nach und nach, die hier voll zu puzzeln. Und die Sehenswürdigkeiten, die nehmen besonders viel Platz ein. So, Ziel ist es nämlich, entweder so ein Feld voll zu machen, also nach und nach mit Gebäude zu bestücken, um das hier voll zu bekommen. Dann gibt es nämlich noch eine Ressource seiner Wahl. Oder wenn dann Einkommen gezählt wird, dann gibt es Siegpunkte für Linien, die wir voll haben, oder auch Reihen, die wir voll haben. So, dabei helfen uns diese roten Punkte, weil die gelten schon als erfüllt. Dort dürfen wir auch keine neuen Gebäude irgendwie draufsetzen. Das heißt, ich könnte hier recht flott eine voll machen, das würde dann Siegpunkte geben, wenn gewertet wird. Die Art der Gebäude hat also keinen Einfluss aufs Spiel, außer dass es halt unterschiedlich viel Platz wegnimmt bei diesem Mini-Puzzle hier. Die ganzen Aktionen werde ich einmal im Spiel gleich genau erklären, aber was da so passiert ist zum Beispiel, dass ich beim Scouten neue Plättchen hier bekomme, dass ich hier beim Erkunden eins von diesen Plättchen anlegen kann. Da steckt dann auch wieder ein kleines Mini-Puzzle-Spiel drin. Das heißt, es gibt nochmal Siegpunkte, je nachdem, wie viele Landschaften an passende andere Landschaften angegrenzt sind. Und es gibt dann noch hier diese Ressource einmal. Auf dem Militärtrack findet man dann hier Effekte wie das Erobern. Das erlaubt uns dann hier weitere Außenposten auf der Karte zu platzieren und uns auszubreiten. Manche Effekte erlauben es uns aber auch, neue Karten zu ziehen. Hier zum Beispiel eine Technologiekarte, die kommt dann direkt bei uns angelegt. Oder hier eine Tapestry-Karte, die kam auf die Hand. Das heißt, wir haben mehr Auswahl, wie wir uns denn mit unserem Volk entwickeln wollen. Und unsere 4 Gebäudetypen, die bekommen wir auch auf die Stadtkarte durch diese Effekte.
Die findet man nämlich hier auch wieder. Es erlaubt uns dann, das entsprechende Gebäude einfach auf der Stadtkarte zu platzieren. Der Science-Track unterstützt uns vor allem dabei, auf den anderen Track schnell weiterzukommen. Wir sehen hier das Symbol, das ist für den grünen Würfel. Hier gibt es verschiedene Seiten mit dem Symbol der anderen Tracks. Dann darf man den würfeln und auf dem jeweiligen Track dann weitergehen, der abgebildet ist. X heißt, den Effekt des jeweiligen Feldes gibt es dann nicht. Aber genauso gut gibt es auch ihn hier. Das heißt, würde ich mit dem Exploration würfeln, dürfte ich hier eins weitergehen und dann auch sogar diesen Effekt bekommen. Beim X halt nicht. Die zweite mögliche Aktion, die ich machen kann, ist dann der Einkommenszug. Der ist hier abgebildet. Der besteht aus 4 einfachen Schritten. Als erstes aktivieren wir die Fähigkeit unserer Zivilisation. Abgebildet hier. Also hier sieht man, was man dann tun darf. In meinem Fall recht einfach. Ich darf eine von diesen 4 Tracks mir aussuchen und einen Schritt weitergehen. Ja, danach wird das markiert, damit ich es nicht nochmal nutze. Anschließend spielen wir eine neue Tapestry-Karte, und zwar auf das weiteste von links freie Feld. Da suchen wir uns aus der Hand eine passende aus, die uns gefällt. Wichtig hierbei, wenn ich der Erste bin von meinen Mitspielern, der das macht, dann bekomme ich hier eine Ressource. Das heißt, es kann auch mal Sinn machen, seinen Zug früher zu beenden, obwohl man vielleicht noch Ressourcen hat. Die suche ich mir aus und lege die hier hin. Eine Besonderheit, die sind jetzt aktiv, zum Beispiel This Area, also in der nächsten Ära, wenn ich jetzt die nächste Runde spiele, ist der Effekt aktiv. Es gibt aber auch welche, die heißen When Played, also wenn sie ausgespielt werden, haben sie einen bestimmten Effekt. Anschließend darf ich eine Technologiekarte hochschieben und es gibt Punkte für verschiedene Dinge. Das eine meiner Technologiekarten darf eins hochwandern, dann bekomme ich den Bonus, der hier abgebildet ist, das heißt auf der Ebene den Kreis, hier oben das Viereck. Hier oben darf ich aber nur hochschieben, wenn diese Voraussetzung erfüllt ist. Also ich oder einer meiner Nachbarn auf dem Exploration Track schon bei Stufe 2 ist. Dann werden meine Siegpunktfelder aktiviert. Also alle, die offen sind, die triggern jetzt und machen mir Siegpunkte. Wenn ich die natürlich mehrmals offen habe, dann auch mehrmals. Hier bekomme ich einen Siegpunkt für jede Technologiekarte, die ich bei mir in der Auslage habe. Hier gibt es einen Siegpunkt für jede Reihe oder jede Spalte, die ich halt ausgefüllt habe. Hier gibt es einfach Siegpunkte, so viele wie angezeigt. Und hier kriege ich einen Siegpunkt für jedes Gebiet, das ich auf meiner Karte mit so einem Outpost kontrolliere. In dem Fall wären das hier 2 Siegpunkte. Extra Punkte gibt es auch, wenn man eines von diesen 3 Zielen erfüllt. Und zwar heißt er hier, wenn ich als erster einen von diesen Tracks komplett erfüllt habe, dann gibt es 10 Punkte, der zweite kriegt 5. Wenn ich es geschafft habe, 2 gegnerische Außenposten zu erobern, gibt es für den ersten 10 und 5. Und auch hier, wenn man das Gebiet in der Mitte erobert, gibt es halt auch Punkte. Im letzten Schritt gibt es dann noch Einkommen. Das heißt, es gibt Ressourcen von den Feldern, die offen sind. Die hier und auch ein Plättchen und eine Tapestry-Karte. Diese 4 Schritte passieren aber nicht in allen Einkommensphasen. Wir sehen nämlich hier kleine Zahlen daneben stehen. Man sieht, in der ersten Runde gibt es nur Einkommen. Und in der letzten Runde gibt es zum Beispiel keine Tapestry-Karte mehr und auch kein Einkommen. Die haben nämlich keinen Sinn mehr. Mit jedem Einkommenszug entwickelt sich unser Volk also immer eine Ära hier weiter. Wenn wir das 4-mal gemacht haben und wir den 5. Einkommenszug machen, ist das Spiel für uns zu Ende. Wir können dann nur noch passive Effekte nutzen, um dadurch Punkte zu machen. Erst wenn alle Spieler ihre 5. Einkommenszug gemacht haben, ist die gesamte Partie vorbei. Und dann wird natürlich geschaut, wer hier auf der Siegpunktleiste am weitesten gekommen ist. Der gewinnt. So, und jetzt spielen wir einfach mal ein paar Runden, damit ihr dann ein besseres Gefühl von dem Spiel bekommt. Im Solo-Spiel spielen wir gegen 2 künstliche Gegner. Das eine ist der Automa, der hat hier oben sein Brett. Und natürlich auch Marker. Im Gegensatz zu dem zweiten automatischen Spieler, das ist nämlich der Shadow Player, der hat das nicht. Der hat auch nichts hier auf der Karte, sondern er hat nur hier Marker, die auch auf den Tracks vorwärts gehen, machen hier also ein bisschen Wettbewerb, wer zuerst die Gebäude bekommt. Die Shadow KI hat auch keinen Marker auf der Punkteleiste, das heißt, wir battlen uns dann nur gegen den Automa-Spieler. Was die beiden machen, wird wieder durch so ein KI-Deck bestimmt. Das werde ich so nebenbei machen, jetzt aber nicht großartig drauf eingehen. Ich bin der Startspieler und die Grundregel ist, deine allererste Aktion im ganzen Spiel muss ein Einkommenszug sein. Wobei wir in der ersten Runde nur Ressourcen bekommen, weil hier als einziges die 1 steht. Dazu schauen wir jetzt aufs Spielerboard. Wir sehen die 4 freien Felder. Das heißt, wir bekommen jeweils die Ressourcen hier einmal. Und dann gibt es noch ein Landplättchen und eine Tapestry-Karte. Die ziehe ich mir hier. Landblättchen, das legt man offen auch bei sich hin. Das ist eine offene Information. Für den Automa ziehen wir jetzt die obersten beiden Karten vom Entscheidungsdeck. Hierbei interessiert uns nur der Part in der Mitte. Blau ist hier für den Automa-Spieler und grau für den Shadow-Player. Das zeigt erstmal an, was die validen Tracks sind, die wir uns aussuchen, also von den 4, die möglich sind auf dem Brett.
Hier rechts ist dann der Tiebreaker, wenn das nicht eindeutig ist. So, das Symbol heißt, alle Tracks sind valide, die noch nicht abgeschlossen sind. Das heißt, in dem Fall gucken wir auf den Tiebreaker. Da folgen wir erstmal dem blauen Pfeil für den Automa-Spieler und sehen, ja, das erste ist der Exploration Track. Wäre der jetzt fertig, würde ich mir das nächste angucken. Das ist er nicht. Also bewegt er sich auf diesem Brett eins weiter. Diese Benefits, die bekommt der Spieler nicht alle, sondern nur ein paar bestimmte. Was der Automa-Spieler dann erhalten würde, das sieht man auf dieser Übersichtskarte. Ja, das Symbol gerade für dieses Plättchen einsammeln, das ist jetzt hier nicht drauf. Deswegen bekommt er nichts. Schauen wir noch bei dem Shadow Player. Hier das Symbol bedeutet, er bewegt sich auf dem Track, wo er am nächsten, zu der nächsten Stufe, also zu dem nächsten Gebäude einkassieren ist, weiter. Da er auf allen auf 0 ist, tritt hier auch wieder der Tiebreaker in Kraft. Und da fangen wir an mit dem Militärtrack. Auch für den Shadow Player bewegt sich also eins weiter. Dem sind Punkte und die Effekte total egal. Der stört uns einfach nur bei dem Rennen um diese Gebäude und auf den Tracks weit vorne zu sein. Ich würde gerne das Rennen um die Mitte gewinnen, deswegen gehe ich hier auch einen weiter, bekomme zwei Plättchen, hier zwei zufällige, die kommen offen zu mir. Wir ziehen wieder zwei Karten für die KI. Blau, also jeder Track, der nicht fertig ist. Tiebreaker, das Herzchen heißt sein Favorisierter. Der Lieblingstrack vom Blau ist Science, also bewegt er sich hier weiter. Und bei diesem Effekt sehen wir auf der Karte, er wirft auch den Würfel und bewegt sich jetzt auf dem Technology-Track ein weiter, bekommt aber nicht den Benefit davon. Für den Shadow Player zählen auch alle Tracks, die nicht fertig sind. Hier favorisiert er dann erstmal auch den Technology Track. Ich glaube, ich würde mal versuchen, hier das Rennen um die Mitte zu gewinnen. Das heißt, ich gehe hier auf dem Exploration Track auch einen weiter, weil ich hierfür jetzt ein Plättchen platzieren darf. Dieser Exploration Effekt erlaubt es mir, eins von meinen Plättchen, die ich schon gesammelt habe, auf ein Gebiet zu legen, was ich von meinem kontrollierten Gebiet erreichen kann. Also da, wo von mir Türmchen stehen, das kontrolliere ich. Und da angrenzend darf ich jetzt Plättchen anlegen. Also hier, hier und da. Ich möchte natürlich schnell in die Mitte kommen, also versuche ich hier was zu platzieren. Wir haben auch schon die erste Möglichkeit, Punkte zu machen. Denn beim Platzieren gibt es so ein kleines Mini-Puzzle-Spiel, wie man das denn hier anlegt. Und zwar gibt es auf jeder Seite, wo mindestens ein Landschaftsteil übereinstimmt, einen Siegpunkt, aber halt nur einen, wenn mindestens eins passt. So, auf der Seite hier passt Wasser, hier passt gar nichts, hier passt das Stück Sand und hier passt auch eine Seite. Das heißt, hierfür kriege ich schon mal drei Siegpunkte. So, die Ressource muss ich natürlich noch bezahlen und ich hätte jetzt die Option, hier noch eine Ressource auszugeben, um eine Tapestry-Karte zu ziehen. Die ich gezogen habe, die gefiel mir schon ganz gut, deswegen lasse ich das mal und spare mir das. Dann zwei Karten für die KI. Blauer Spieler favorisiert Militär. Shadow Player, das Ding, wo er am nächsten zu einem Landmark ist. Das wäre hier oder da. Und dann gucken wir auf den Tiebreaker. Das heißt, er nimmt seinen favorisierten Track. Das ist in dem Fall Technology. Da geht ein weiter. Für den Automa sind wir jetzt hier oben drauf gegangen und das löst für ihn auch was aus. Das sehen wir auf der Karte. Der erobert jetzt. Für den Automa läuft der Erobern ein bisschen anders ab. Als erstes schaut er, kann er ein Gebiet von mir einnehmen. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn ich jetzt hier einen hätte, aber auch nur dann, weil die Grundregel ist, sobald zwei Marker, egal welche Art, auf einem Feld sind, kann man das nicht mehr einnehmen. So, hätte ich jetzt hier einen, jo, wäre das das erste Ziel, würde das einnehmen und meinen umstoßen. Das ist aber nicht gegeben, also gibt es eine neutrale Eroberungsaktion. Dafür gibt es auch wieder hier eine Hilfekarte. Hier sehen wir als erstes, ein valides Feld wäre entweder was er erobern oder erforschen könnte. Das ist ein Unterschied zu uns. Das heißt, er darf sich auch jetzt in Felder bewegen, die noch nicht erkundet sind. So, dann gucken wir bei den Tiebreakern weiter. Solange dieses Ziel, dieses Achievement mit wer hat als erstes die Insel in der Mitte eingenommen und nicht erfüllt ist, versucht er dahin als erstes hinzukommen, wäre in dem Fall also dieses Feld. Damit hätten wir unser Ziel und machen jetzt die Aktion. Wenn dieses Feld leer ist, was bei uns gegeben ist, gibt es einfach zufällig eins von hier und es wird zufällig in das Feld gelegt, egal in welche Richtung. Dann platziert er seinen Außenposten. Und jetzt eine Besonderheit. Wenn auf dieser KI-Karte genau dieses Symbol war, dann wird noch eins von diesen umgeschmissenen Türmchen draufgelegt von dem Shadow Player. Warum ist das so? Wie gesagt, sobald zwei Figürchen auf einem Feld sind, kann ich das zum Beispiel nicht mehr einnehmen. Dann bin ich wieder am Zug. Ich entscheide mich auch, dass ich beim Militär weiterkommen möchte.
gebe also eine Ressource hier unten aus, gehe hier drauf und mache jetzt auch diese Eroberung. Nehme also einen von meinen Outposts, platziere sie jetzt auf ein eingrenzendes Feld. Ich möchte ja schnell in die Mitte kommen, also platziere ich den hier hin. Danach werden noch diese Würfel hier gewürfelt. Ich darf mich jetzt entscheiden zwischen einem von den beiden. Entweder 7 Siegpunkte oder halt eine Ressource, wie hier abgebildet. Hier also gibt es verschiedene Werte oder die Seite. Da werden alle Landschaftsteile gewertet, die ich bis jetzt eingenommen habe. Hier gibt es halt Ressourcen oder dieses Symbol. Dann bekomme ich die Ressource, wo ich mich gerade drauf platziert habe. In dem Fall wären es zwei neue Plättchen. So, vom ursprünglichen Ergebnis, ich schalte mich einfach mal für die 7 Siegpunkte. Wir gehen mal kurz auf die Besonderheiten des Erobern ein. Das war jetzt ein Feld, was frei war. Hätte ich jetzt hier zum Beispiel einen Spieler oder diese Situation, ich dürfte dann nur Felder einnehmen, wo höchstens eine Miniatur ist. In dem Fall würde ich es erobern. Das heißt, ich platziere hier meine hinein, die wird umgestoßen und danach kann halt auch kein anderer mehr in dieses Feld hinein. Ich bin aber der, der es kontrolliert. In dem Fall darf ich mich nicht reinbewegen, weil die schon zwei Figuren drin sind. Das heißt, die Heimatwelt, die kann man nie erobern. Es gibt eine Möglichkeit, sich vor diesen Angriffen zu schützen, und zwar durch solche Trap-Cards. Diese verstecken sich unter den Tapestry-Karten. Und in dem Fall, dass ich halt angegriffen werde, darf ich die ausspielen. Und ja, der gegnerische Outpost wird dann umgeworfen. Ich bekomme noch eine Ressource, das heißt, ich behalte das Gebiet. Alternativ kann man diese Karte auch immer als Tapestry-Karte ausspielen, dann für den Play-Effekt hier unten. In Gebiete, die ich bereits kontrolliere, darf ich keinen weiteren Outpost reinsetzen. Shadow Player auf seinem favorisierten Track, das ist hier unten. Dann mache ich wahrscheinlich die letzte Aktion meiner Runde, habe noch eine Ressource, die gebe ich aus, gehe auf dem Technologie-Track 1 weiter, ziehe dafür eine Technologie-Karte. Jetzt darf ich mich entscheiden, ob ich eine aus der Auslage nehme oder verdeckt von hier ziehe. Und da gucke ich vielleicht auch schon mal. Man sieht ja, um sie dann auf die letzte Stufe zu bekommen, gibt es immer eine Voraussetzung. Dieser Technologie-Track ist von dem Shadow-Player die favorisierte. Der ist da auch schon kurz vor dem auf Level 2 kommen. Sind, glaube ich, werde ich mir hier Air-Condition nehmen, was mir dann auch, wenn ich es gleich upgrade, zusätzlichen Arbeiter gibt. So, die nehme ich mir, die kommt dann nach hier unten und es wird auch immer direkt eine weitere aufgedeckt. Das heißt, dürfte ich mir mehrere ziehen, darf ich auch immer eine nehmen und dann erst gucken, was kommt. Dann machen wir schnell den Automa-Spieler. Für den Automa hier in blau, ja, das heißt, der Track, womit er am schnellsten ans Ziel kommt, von ganz zum Ende, der ist gerade auf allen vier Tracks gleich weit, also zählt der Tiebreaker mit Science. Damit geht er hier einen weiter, zieht noch eine Tapestry-Karte. Shadow Player auf seinem Favorite Track, das ist hier hinten. Das heißt, er durchbricht als erster hier diese Stufe, kommt auf 2 und bekommt damit auch dieses Landmark, also diese Sehenswürdigkeit, und nimmt die uns damit weg, damit wir sie nicht bekommen. Diese Schmiede hier ist also aus dem Spiel für uns. Damit sind wieder wir am Zug. Ich habe keine Ressourcen mehr, also höchste Zeit für den Income-Turn. Wie das abläuft, sehen wir wieder hier unten. Wir sind jetzt in Runde 2, das heißt, alle von diesen Schritten werden aktiviert. Als erstes spielen wir die Fähigkeit unserer Zivilisation. Für mein Volk heißt das, ich darf mich auf einen der vier Tracks, die noch frei sind, einen weiter bewegen, lege dafür diesen Marker hier drauf. Das heißt, viermal im Spiel darf ich einmal umsonst auf jeweils der Tracks weiterkommen. Ich habe mich für Science entschieden, komme hier einen weiter. Das hieß ja, ich darf würfeln, bekomme aber nicht den Benefit. Und darf jetzt auf Technology auch einen weitergehen. Dann darf ich meine Tapestry-Karte spielen. Ich habe nur eine, also ziemlich leichte Wahl. Jetzt noch eine Besonderheit. Bin ich der erste von meinen beiden Nachbarn, der das macht, bekomme ich noch eine Ressource umsonst. Da entscheide ich mich mal für Nahrung. Und die ermöglicht mir jetzt in der kommenden Ära, diesen andauernden Effekt zu haben. Also jedes Mal, wenn ich eine Technologie erforsche oder eine Tapestry-Karte ziehe, kriege ich 3 Siegpunkte. Anschließend wird dann erstmal eine Technologie geupgradet. Also wandert die einzige, die ich habe, hier 1 hoch. Jetzt passt dieses Symbol mit dem hier überein, also bekomme ich diesen Bonus hier, einen Arbeiter dazu. So, die kann ich halt erst upgraden, wenn ich oder einer meiner Nachbar auf Technologie Stufe 2 sind. Das ist mit dem Shadow Player schon gegeben, das heißt, nächste Runde könnte ich die noch einen höher machen und noch besseren Bonus bekommen. Dann wird gewertet, also ich kriege einen Punkt hier für jede Technologiekarte, die ich habe, das ist aktuell eine. Und hier bekomme ich halt Punkte für jede Stadt, Linie oder Reihe, die ich ausgefüllt habe. Aktuell keine. Das heißt, ein Punkt für mich. Dann gibt es Einkommen. Und auch hier gucken wir wieder, was alles offen ist. Das heißt, ich kriege jede Ressource nochmal einmal, eine Tapestry-Karte und ein Landstück. Ihr werdet sehen, wenn wir gleich Gebäude bauen, sind natürlich die Felder frei. Ich bekomme mehr Einkommen.
Ja, mein Zug ist damit durch. Ich bin jetzt in der zweiten Ära. Der Automa-Spieler oder auch andere Spieler, die könnten noch in der ersten Ära festhängen. Das ist kein Problem. Also das Spiel endet nicht unbedingt gleichzeitig. Ist ganz schön, weil dann können Spieler auch ihr Spiel immer zu Ende spielen und sind nicht von einem plötzlichen Ende überrascht. Ich denke nicht, dass das so weit auseinanderläuft, dass da ein Spieler irgendwie noch eine halbe Stunde vor sich hin spielt. Bis jetzt noch nicht passiert. Der Automa würde erst seinen Einkommenszug machen, wenn entweder das Nachziehdeck keine Karten mehr hat und hier dieses Income-Symbol ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann halt immer mit dem Start seines Zuges und er keine Karten mehr nachziehen kann, dann macht er seinen Einkommenszug, dann wird sein Deck halt gemischt und geht wieder von vorne los. Das heißt, da eine kleine Varianz, wie lange sein Zug dauert, aber auch er hat eine feste Länge ungefähr von Zügen. So, jetzt wäre eigentlich der Automa am Zug, aber ihr habt schon gemerkt, also die machen auch ein Wettrennen auf den Leisten, sind hier auf dem Brett ein bisschen unterwegs, aber brauchen nicht viel Aufwand, um das irgendwie zu verwalten. Also auf Nötigste reduziert, fühlt sich trotzdem an, als würde man gegen einen, ja, normalen Spieler spielen. Der Einkommenszug vom Automa sieht dann so aus, dass er halt hier die Boni bekommt, die hier abgebildet sind. Da gibt es halt unterschiedliche Level. Je höher es wird, desto mehr bekommt er hier. Können auch gegen verschiedene Arten von Automa spielen. Also hier der Scientist, der hat halt einen besonderen Favorite-Track, kriegt auch noch einen Boni, dann halt im In-Camp-Term. Und hier unten in der Wertung, ne, mit jeder Ära, da wird man hier so eine Karte drauflegen. Das heißt, es gibt hier höhere Multiplier, dann gibt es halt mehr Punkte, je nachdem, wie weit er kommt. Wir würden mit unseren Zügen also einfach weitermachen. Ich zeige mal kurz noch ein paar Effekte, die wir bis jetzt noch nicht gesehen haben. Hier muss ich mich jetzt für einen der beiden Effekte entscheiden. Das kennen wir schon. Hier kann ich das entsprechende Gebäude von meiner Matte runternehmen und halt in die Stadt platzieren. Das ist dieses hier. Wir nehmen von ganz links und puzzeln jetzt hier hin. Das ist halt so ein kleines Minigame. Ich würde sagen, wir platzieren mal hier unten in die Ecke. Dann kriegen wir diese Reihe hier gut voll. Das ist schön und das ist Feld. Wenn das schnell voll ist, bekommen wir ja noch eine Ressource. Bei dem Stadtpuzzeln gibt es noch eine Besonderheit. So, Wahrzeichen dürfen ja auch hier rein. Wir dürften aber nicht diese Punkte überdecken. Was aber geht, ist, sie dürfen aus dem Brett herausragen. Bringt zwar nichts, aber ist erlaubt. Häufiger finden wir auch diese Punktewertungssymbole. Also hier wird alles gewertet, was ich bis jetzt erobert habe. Hier jeden einen Punkt für jedes dieser Gebäude der Art, die wir schon platziert haben. Und hier kriegen wir so viele Punkte, so viele Felder, wie wir auf dem Technologietrack schon vorangeschritten sind. Also auch während dem Spiel Möglichkeiten zu punkten. Und wenn man bei der Exploration besonders weit kommt, dann können wir auch Sternfelder erkunden. Das sind diese hier. Ja, wenn man die dann platziert, dann legt man die einfach bei sich in der Nähe. Die bringen halt besonders starke Boni. Mir gefällt die Symbolik sehr gut. Es gibt aber noch so einen Reference Guide. Also jegliche Felder sind da einmal drauf abgebildet mit einer kurzen Erklärung, was sie denn bringen. Genauso gut für die Technologiekarten. Also kann nichts schiefgehen. Soweit zum Überblick. Jetzt noch mein kurzes erstes Fazit. Also zweimal bis jetzt gespielt. Ihr habt schon häufiger gehört und bei mir ist es auch so. Also das Spiel hat ein Thema, aber das Thema ist nicht das Spiel unbedingt. Ist vielleicht ein bisschen schade. Also man sollte es jetzt nicht mit Through the Ages oder sowas vergleichen. Finde ich jetzt aber auch nicht schlimm. Der große Innovationskracher ist jetzt nicht unbedingt. Ich finde aber schon, dass hier ein paar, ja, funktionierende Elemente, die man bereits kennt, originell zusammengemixt worden sind. Deswegen, es macht Lust auf mehr. Cool ist natürlich auch das schlanke Regelwerk, also es sind wirklich nur 4 Seiten, aber es ist jetzt nicht unbedingt ein simples Spiel. Also ich musste manche Absätze nochmal lesen und beim Spielen merkt man auch, es gibt doch etwas zu tüfteln und zum Vorausplanen. Mehr als man vielleicht vermuten würde. Ich weiß nicht, ob es mir teilweise dann auch zu viel ist. Also wenn man einen Grübler am Tisch hat, das kann sich ziehen, auch mit vielen Leuten. Ich bin mal gespannt, am Montag machen wir es dann zu viert. Werde ich dann nochmal berichten in der nächsten Gespielt-Folge. Den Automa finde ich gelungen. Also ich habe Lust, das auch nochmal solo zu spielen. Also einer Sache bin ich mir nicht sicher, ob das vielleicht frustrieren kann. Also das ist ja ein Spiel, was mit den Punkten hinten raus gut eskalieren kann. Das fand er ja bei Russian Railroad so cool, wollte er hier auch haben. So, ob das halt hinten Fettpunkte gibt oder nicht. Also manchmal hat man echt Spiele, wo man 100 Punkte Unterschied hat. Die Skala geht da ja bis 400. Hängt doch schon sehr davon ab, wie halt die Karten zufällig kommen. So, das Brett ist ja offene Information, das kennt man irgendwann. Also beim ersten Mal war ich doch schon überfordert. Guck mir die Leisten an, denk mir, uff, wo passiert was? Wo gibt es da vielleicht Verknüpfungen? Welche Reihenfolge ist sinnvoll? Also am Anfang ist man erstmal so ein bisschen überfordert, trotz der einfachen Regeln. Ich denke, irgendwann hat man das drin. Dann ist so die Frage, wie spannend ist es noch? Und dann kommt ja die Abwechslung durch die Karten rein. So, und da kriegt man schon so mit. Das ist halt so ein bisschen Glückssache, hat man die passenden Tapestry-Karten, damit dann hier so das Ding ans Fliegen kommt oder halt nicht. So dieser Glücksfaktor oder dieses Zufallselement ist natürlich immer wichtig, weil wenn du
ja, alles vorausplanbar hast, dann hast du irgendwann das System geknackt, dann wird es langweilig. Also brauchst du die Herausforderung der Abwechslung. So, bei kurzen Spielen ist das immer besonders spannend, wie so ganz schön clever. Da hat man ja auch nicht den größten Einfluss. Da denkt man immer, okay, nochmal, nochmal, weil, ne, so gut wie möglich das Spiel irgendwie spielen zu können. Wenn das Spiel halt sehr lange dauert, was hier tendenziell bei mehr Leuten passieren kann, und du merkst, ich habe eigentlich das Beste gemacht, aber die Karten waren nicht so die besten, deswegen liege ich jetzt irgendwie 50 Punkte hinter dem ersten, frustriert halt eher. Ne? Da sagt man nicht direkt, boah, komm, nochmal direkt 2, 3 Stunden spielen. So, da weiß ich halt nicht so sehr, ob das vielleicht jemanden nerven kann. Ja, muss man dann halt sehen. Mein aktueller Eindruck ist eher positiv gestimmt, also ich freue mich auf die nächste Partie, habe Lust, weiter das Spiel zu entdecken. Eine Sache, die ärgert mich aber doch, also ich bin nicht der Erste, der diese Figuren cool findet, aber leider sind die halt spieltechnisch völlig irrelevant. Und wenn das Spiel so geschätzt 80 € im Laden kosten wird, muss ich sagen, ich wäre nicht bereit gewesen, so viel für ein Spiel auszugeben, für irgendwelche bemalten Figuren, die keinen nennenswerten Spielwert haben. Ich würde sagen, ich würde lieber 20 € weniger ausgeben. Das könnten für mich irgendwelche Plättchen sein. Ich glaube, das hätte dem Spiel besser getan, ehrlich gesagt. Ja, fand ich unnötig. Also ich weiß, der hat sich halt in diese Dinger verliebt, als er das beim Designer gesehen hat. Gut, für mich sind sie ehrlich gesagt unnötig. Ich glaube, der Preis wäre da attraktiver gewesen. Jetzt interessiert mich natürlich noch eure Meinung. Also, was soll der Geiz? Ich muss das haben? Oder eigentlich ein bisschen teuer dafür, was es liefert? Wer konnte es denn schon spielen? Wer freut sich drauf? Bin da gespannt auf eure Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao!